Wir sind in der Metzgerei von Anton Koop, Metzgermeister Anton Koop in Brent-Lorenzen. In der Hand hält er ein Schild, Partnerbetrieb Dachmarke Rhön, Qualität des Biosphärenreservats. Andi, was heißt denn das Ganze? Warum hast du dieses Schild jetzt in der Hand? Das Schild habe ich in der Hand, weil ich A, Gründungsmitglied von der Dachmarke Rhön bin, B, ich dahinter stehe und sage, die Rhön hat so viele gute Sachen, wir müssen es nur in die richtige Richtung vermarkten. Und mit der Dachmarke Rhön als Partner haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die Wege, die wir jetzt brauchen zum Veräußern unserer Ware und in Verkehr bringen unserer Ware in Kreise, die nicht hier in der Rhön liegen, nach außen, ist also ein ganz wichtiger Faktor, die Rhön bekannt zu machen in Deutschland. Das ist der Mittelpunkt Deutschlands, also muss man sehen, dass man das in Deutschland transportiert. Also das heißt jetzt für den Verbraucher, das ist quasi ein Qualitätssiegel, oder? Wenn so etwas auf der Wurst klebt, weiß ich, das ist wirklich hochwertige Handwerkskunst. Wenn sowas auf der Wurst klebt, dann haben wir uns verpflichtet, die Schweine, die Rinder, alles bei den Bauern hier vor Ort, die selber Dachmarkenmitglieder sind, zu beziehen. Und kurze Transportwege, schonende Schlachtung hier im Schlachthof in Bad Neustadt oder in Wilhelmshausen. Also wir haben beste Qualität direkt vor der Haustür. Das heißt jetzt, dieses Siegel ist dann wirklich auch bei mehreren deiner Produkte mit integriert? Also bei mindestens 80% der Produkte, die wir herstellen, ist es integriert. Okay, also das heißt, liebe Verbraucher, Augen auf beim Wurstkauf. Augen auf. Wenn hier das Rhön-Siegel drauf ist, dann ist da auch Qualität drin. Vielen Dank, Andi. Alles klar.